Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder und heute habe ich euch ein ganz schönes Rezept mitgebracht. Ich habe gedacht, wir machen mal ein bisschen was in Richtung Fusion Food. Deswegen habe ich mir ein grünes Thai Curry überlegt, aber mit europäischer Einlage. Und zwar nehmen wir dazu eine Dose Kokosmilch, einmal ein Glas mit jungen Erbsen und Möhren, grüne Thai Curry Paste. Optional etwas Lemongrass und eine Chili und als Einlage Paprika. Das ist so eine Paprika, die schmecken mir persönlich besonders gut. Aber was da reinkommt, kann man auch sehr gut variieren. Also das hier ist mein Vorschlag, weil ich persönlich hatte das alles noch im Haus, deswegen tue ich es rein. Ich fange an, indem ich erstmal den Reis, ich habe eine Tasse Reis gemacht, um das nachher zum Curry zu essen. Die werde ich erstmal jetzt in den Topf füllen. Natürlich mit der doppelten Menge Wasser. So fast immer schön anderthalb Mal bis doppelt so viel Wasser, wie man Reis benutzt hat. Das Ganze kann dann hier kochen, während ich mich um das Curry kümmere. Das Ganze wird sich jetzt hier am Ofen abspielen. So, der Reis kocht. Jetzt nehme ich erst etwas Sesamöl, gebe das in die Pfanne, ja, beziehungsweise in den Topf. Der Topf ist schon heiß. Und jetzt die Zwiebel. Ich habe noch zwei Zwiebeln gehabt. Eine lasse ich ganz, eine habe ich schon gehackt, die gebe ich in den Topf, sodass es zischt. So, zusammen schon mal mit diesem Lemongrass. Das sind harte Stängel. Die gibt es in jedem Asialaden zu kaufen. Die machen aber den unverwechselbaren Geschmack aus. Also, das ist ein ganz tolles Aroma. Das wirkt so ein bisschen trocken und man denkt immer, was macht das eigentlich für einen Geschmack? Aber wenn man es reintut, man merkt, das gibt dem Ganzen gleich diesen professionellen asiatischen Touch. Also das lege ich jetzt mal direkt mit rein, diese Thai-Stäbchen. Was auch eine gute Option ist, das zeige ich euch mal, das habe ich hier in meinem Regal. Und zwar sind das hier diese Kaffir Lime Leaves. Wenn man diese trockenen Lemongrass-Stäbe nicht hat, die hier machen auch ein ganz tolles Aroma, gerade an Thai-Gerichten. Und sie halten sich auch 1 bis 2 Monate, auch wenn draufsteht, schnell verbrauchen. Aber ich will auch nicht immer so viele Sachen aufmachen. Jetzt verwende ich daher erst diese Lemongrass-Blätter. So, das Ganze brutzelt schon. Ich gebe schon mal die rote Paprika dazu. Die ist ja noch roh, die muss ja noch ein bisschen gar werden. Auf die Zwiebeln drauf. So. Der Reis kocht schon. Einmal aufkochen und dann muss der Reis ja ziehen. Deswegen stelle ich den jetzt mal ein bisschen runter. Auf 3. Das gut, Deckel halb drauf, dann wird das gut. Salz kann man ja auch in das Reiswasser tun. Das mache ich bewusst nicht, weil ich halt ein bisschen salzarm essen möchte. Ich denke, wir bekommen so viel Salze in unserer Ernährung zugeführt, da muss man nicht noch extra was dazu tun. Aber als persönliche Meinung, das kann man halten, wenn man will. Jetzt warte ich, bis die Paprika auch ein bisschen durchgezogen ist. Einen kleinen Moment. Jetzt habe ich die Paprika und die Zwiebeln ein bisschen dünsten lassen. Stell das Ganze runter, damit das nicht anbrennt. Und gebe jetzt die Kokosmilch dazu. So schnell geht das. Ne? So. Das Ganze stelle ich jetzt noch mal hoch. Tu etwas Currypaste dazu. Also wie gesagt, jeder Asialaden führt grüne Currypaste. Es gibt auch rote.
Es macht keinen Unterschied. Man kann auch rote verwenden. Schmeckt halt ein bisschen anders. So. Einen guten Teelöffel rein in den Topf. Verrühre das. Ich gucke immer so ein bisschen, wie das wird. Ist jetzt noch recht weiß. Nimm noch einen Teelöffel. Ruhig einen gestrichenen oder einen doppelten. So, das Ganze muss jetzt so circa 15 Minuten köcheln, damit das richtig schön durchzieht und der Geschmack rauskommt.